Herren, zu Krömer, die internationale Show. Dankeschön. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen nochmal zu Krömer, die internationale Show. Und ich habe mir was überlegt, meine Freunde. Ich kandidiere jetzt demnächst als Bürgermeister von Berlin. Komme ich mir wieder. Als erstes würde ich mich kümmern um Jugendliche und Sauberkeit. Bei was sehe ich immer wieder, wenn ich mit der U-Bahn fahre? Graffiti. Ich sehe Graffiti, Freunde. Wisst ihr, was Graffiti ist? Lackfarm. Lackfarm-Schmierereien. Mit alles voll. Innen, draußen, oben, unten. Graffiti. Wir haben damals auch rumgeschmiert in der U-Bahn. Verstehst du? Oder nicht mit Lackfarm. Wir haben Kartoffeldruck gemacht. Aber ich möchte jetzt hier auch nicht die Jugendlichen angehen. Ich meine, ist nicht okay, wenn die Jugendlichen aufstehen, sobald Rentner in die U-Bahn kommen und die dann zusammenschlagen. Das geht nicht. Aber ich meine, im Endeffekt muss man froh sein, dass sie überhaupt aufstehen, wenn Rentner reinkommen. Leute, wir legen jetzt los mit unserer Show. Ich habe knaller Gäste heute, unter anderem Anke Engelke. Ja. Anke Engelke und Nicolette Krebitz. Nicolette Krebitz, da können Sie auch klatschen ruhig. Ist auch eine tolle Frau. Nicolette Krebitz. So, jetzt erstmal was ganz anderes. Ich habe, wenn ich live spiele, wenn ich auf Tour bin, verkaufe ich meine Eintrittskarten. Das ist klar. Zu humanen Preisen. Und dennoch gibt es immer wieder Arschgeigen, verstehst du, die gesamten Karten aufkaufen und die dann hier, wie heißt das, eBay, da verscherbeln, zu Fantasiepreisen. Und ich habe einen Haupttäter ausfindig gemacht und ich habe meinen besten Mann auf ihn angesetzt. Mich. Ach, hier ist es. Ja, blöd. Er ist auf jeden Fall zu Hause, so viel ist klar. Herr Jablonski. Ja, bleib da jetzt. Mach Sitz. Wotan, Sitz. Gut. Ja, komm ja. Ja. Guten Tag, Herr Jablonski. ARD, Krömer. Herr Jablonski. Ja, was ist denn? So, pass mal auf. Krömer, ARD, wir würden gerne mal mit Ihnen reden über Ihre illegalen Machenschaften bei eBay, dass Sie nämlich Karten von mir im Auktionshaus verkaufen. Nee, da weiß ich nicht zu. Kann ich nicht zu sagen, tut mir leid. Nee, weiß ich nicht. Also kommen wir doch hier nicht weiter. Den Schweinkrieg. Ich will überhaupt nicht. So, jetzt passen Sie mal auf, Herr Jablonski. Das kann doch echt nicht sein. Gehen wir hier mal rein. Soll denn die Scheiße? Kann ja nicht wahr sein. So, Herr Jablonski. Herr Krömer. Jetzt haben wir Sie nämlich mal am Arsch. Sie haben Karten von mir verkauft im Auktionshaus eBay. Verstehen Sie? Für die 20-fache. Für fast die 30-fache. Fassen Sie mich nicht an. Kann ich mal was sagen? Nee, können Sie eben nicht. Sie können sich hier mal entschuldigen jetzt. Sie können sich mal entschuldigen bei den Leuten, denen Sie Schaden zugeführt haben. Ich muss sagen, ich bin fix und fertig. Ich weiß überhaupt nicht, wovon Sie reden. Sie haben Karten verkauft bei eBay für die 30-40-fache. Leute haben sich das vom Mund abgespart, damit die mich besuchen können im Theater. Herr Krömer. Mal ganz in Ruhe, ja, ich freue mich ja ziemlich mal besuchen und so weiter, ja. Das ist die Besuch, ich bin hier nicht in einer freundlichen Mission unterwegs. Ganz ruhig. Die Kripo Duisburg hat sie am Arsch, Herr Jablonski. So, mach dir mal die Kamera aus. Nee, mach mal die Kamera aus. Jetzt, das kann echt nicht sein, jetzt mach mal die Kamera aus, ey. Die Kamera ist nicht an, ich kann doch echt nicht wahr sein, ey. Du Schwein. Das kann echt nicht sein, ey. So, was ist denn das hier? Sexhefte. Du Schwein, guck dir das mal an, Anale Grande. Drecksau. So, wir zeigen, ich habe einen Besuchungs-, wie heißt das? Was haben Sie? Einen Besucherbescheid habe ich. Ich weiß überhaupt nicht, wovon die Rede ist. Ich bitte Sie, wo meine Wohnung zu verlassen. Wo? Was machen Sie denn hier, hä? Was soll das denn? Was sind denn die Karten hier? Herr Krömer! Verdammte Scheiße! Herr Krömer, bitte! Familien, die sich steht vom Munde abgespart. Krömer, bitte jetzt! Hören Sie doch mal auf, ey! Kann echt nie sein. Was sind die Karten? Ja, komm, was.
wir haben ihn am Arsch. Wahnsinn. Krümel der Krüm, Live-Show. Hier, guck dir das mal an. Das kann alles nicht sein. Das sind mehr als 80 Karten hier. Das sind Karten für Freunde. Ich weiß überhaupt nicht, was sie wollen. Sie mich mal. Ach, Ihre Frau ist auch. Ach so, ja, jetzt lassen Sie mich doch mal erklären. Ey, kann was ich nicht wahr sein. Die Sachen eingehen. Sind alle beschlagnahmt. Und den Computer, den brauchen wir, der ist beschlagnahmt. Nee, den brauche ich. Herr Krümel, das ist mein Rechner. Ich hab's sonst keinen. Jetzt lassen Sie mir doch meinen Rechner. Das kann nicht sein. Meine Damen und Herren. Das hier für ein Klappsystem. Komm her, komm zu mir. Wie ist beschlagnahmt? Überhaupt nicht. Sie sind doch geistesgestört. Ich weiß nicht, was der hat. Ich habe Karten besorgt für Freunde. Das wird ja neu erlaubt sein. Ich schalte den Anwalt ein. Die Scheiße lasse ich mir nicht bieten von euch, Alter. Die Scheiße lasse ich mir nicht bieten. Ich habe den Beweis hier. Ich schalte den Anwalt ein. Das kann nicht sein. Ich habe den Scheißbeweis. Da hättest du doch. Hier ist die Festplatte. Und die nehmen wir mit. Und das haben sie erzählt, ja, der war teuer! Kratzer drauf! Der war teuer und ich hab nicht viel Geld, ey! Jetzt bin ich froh, dass die Kamera da ist. Ich habe Karten gekauft für Freunde. Ich hab nun mal viele dass Freunde. Dass Sie sich nicht lächerlich vorkommen. RAD, einer öffentlichen Anstalt, in der Unterhose, ja, in der Unterhose hier. Herr Krömer, wir können ein Interview zu geben. Herr Krömer, jetzt lassen Sie uns doch vernünftig reden. Wir können doch mal trinken gehen da drüben, dann erkläre ich Ihnen das. Mit Ihnen trink ich oder was? Kann doch echt Sie nicht sehen sein. Aus wie ein Entfleuchter. Super, ja, die Polizei, das kann nicht Sie, sein. Sie sind doch der Verbrecher. Hier. Jetzt werde ich das kann nicht echt nicht wahr sein. Ich ruf die Bullen, ich hab die Faxen, Dicke, ey. Mach da meinen Rechner kaputt. Echt nicht wahr sein. Ja, auf, ey. Guck mal, ey, die Bullen. Hat er kaputt gemacht. Echt nicht wahr sein. Ich hab doch nicht auf den Boden geschmissen. Mit mir macht er die Scheiße nicht, Alter. Echt wahr, ey. Echt nicht wahr sein. Ich bin die längste Zeit Fan gewesen. Echt wahr, ey. Ja, fick dich doch. Hab die letzte Show gesehen, Alter! Ja. Das Wichtigste bei der Arbeit als Journalist ist ja, dass man immer einen kühlen Kopf bewahrt, damit es in Extremsituationen dass das nicht eskaliert. Ich wollte auch noch sagen, dass wir uns bei Gerd Jablonski, so heißt der Mann, entschuldigen müssen. Die Tat ist nicht gerechtfertigt, aber wir haben uns in der Tür geirrt. Also war eigentlich der Nachbar gewesen und naja, nun. Er ist im Fernsehen gewesen. Freunde, wir kommen jetzt zu unserem ersten Gast. Ich freue mich. Wir nehmen Kontakt auf in den Raucherpuff. Frau Engelke? Ja? Die ist wirklich da. Können wir mal rüber nochmal? Frau Engelke? Ist ja toll. Sie sind die Echte, wa? Ich hol Sie raus. Gut, gerne. Aus dem Elend. Ich hol Sie aus dem Elend, das ist doch schön. Man muss die Leute da abholen, wo sie sind. Am Arsch. So, ich hol Sie raus, meine sehr verehrten Damen und Herren. Begrüßen Sie mit mir und mit einem großen Applaus Anke Engelke. Hallo. Hallo. Frau Engelke. Hallo, guten Abend. Kommen Sie raus. Hallo. Anke Engelke. Hallo. Nehmen Sie Platz. Ja. Geschenke? Oh, einen ganzen Korb. Ich habe einen Kuchen gebacken. Nein. Ja, einen Käsekuchen. Und ich habe auch gleich ein paar Teller mehr mitgebracht, falls in der ersten Reihe Menschen Lust auf frischen Käse haben. Nö, haben sie nicht. Habe ich gerade gehört, haben sie nicht. Sie können mir gerne helfen, wenn... Seien Sie mal nicht so verfressen, ja. Das ist meine Show, sind meine Geschenke. Checken Sie das hier hinten hin. Sollen wir anschneiden? Ja, anschneiden und essen. Haben Sie den selber gemacht oder? Ja. Und ich dachte, das ist ein ganz tolles Rezept. Und ich dachte, vielleicht ist er noch ein bisschen warm, aber der ist jetzt im Flugzeug ganz schnell abgekühlt. Wo kommen Sie her? Aus Konstantinopel. Nein, aus Köln. mir fiel jetzt kein guter. Der erste Knaller. Ja. Hey, ich muss gar nichts machen. Nee, ich schneide den Kuchen und der sagt, dreht durch. Wollen Sie mal trinken? Ja, sehr gerne. Ein Kaffee zum Kuchen. Warte. Ein Kaffee aus dem Kühlschrank? Muss ich mal gucken. Naja, wenn wir hier so einen Kaffeeklatsch machen.
Wollen Sie nicht irgendwas Alkoholisches oder so? Auch. Was soll ich Ihnen sagen jetzt? Ich nehme alles, was da drin ist. Naja, wir machen nur Käffchen. Was? So. Lecker, lecker, lecker. Wer wollte eben ein Stück? Wer wollte eben ein Stück? Gucken Sie mal, und Gelee-Bananen. Mögen Sie Gelee-Bananen? Ich glaube, ich habe echt noch nie Gelee-Bananen gegessen. Essen Sie, total lecker. Die sehen ja mal scheiße aus. Die ange... Nee, ist aber lecker. Lecker, ja? Ist da Alkohol drin? Nee. So. Die angeleckten sind meine. Ach, schön. Ist doch schön, mal so um 0.20 Uhr mal Kaffee und Kuchen. Frau Engelke, ich wollte mal... Schmeckt das? Mhm. Dann zeigen Sie es auch, bitte. Das ist aber auch ein schönes Rezept. Schmeckt aber auch lecker. Interessant. Frau Engelke, ich habe Sie das erste Mal gesehen, das war damals im ZDF gewesen. Da war ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, beim ZDF-Ferienprogramm. Mhm. 15.3. Mhm. Mit vollem Mund spricht man übrigens nicht. Ich muss auf 13 gewesen sein. Sind wir in etwa gleich alt? Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Wie alt sind Sie? Darf man das sagen? Ich bin 33. Ach, mal zu lachen. Ich bin 74 geboren. Wie alt ist man denn? Ich frage Sie. 33, na also, du alte Eule. Aber ich habe mit diesem Fanprogramm ja erst begonnen, als ich 13 war. Das heißt also... Dass Sie 13 waren. Wenn Sie 13 angefangen haben, waren so. Sie zu dem Zeitpunkt 13. So. Das ist eine rein rechnerische Angelegenheit. Da waren Sie sehr jung und durften schon um die Uhrzeit Fernsehen. Ja, 15.03 Uhr. Und dann, wie ging denn nochmal die Melodie? Hallo, Leute, es sind Ferien. Ja. Alle machen blau, von Flensburg bis nach Oberammergau, denn es sind... Ich sag mal so, es ist nicht mein Leibgericht. Also, ich finde, das schmeckt ganz schlimm, aber das darf man als Gast nicht sagen, oder? Nee. Ich esse alles auf. Runterschlucken, runterschlucken und in den Schmerz reinatmen. Und mit viel Tamtam und Information kommt wieder unser Ferienprogramm. Sie haben braune Zähne aus, ja. So. Frau Engelke. Herr Krömer. Aber wissen Sie, dass ich eventuell... Was soll das jetzt? Aber? Ich war schon mal hier in diesen Studios, und zwar im Rahmen der ZDF-Hitparade. War das und hier? Weißt du wo? Bei Udo Jungs. Bei falsch. Udo Jungs, da haben Sie ja gesungen. Aber falsch. Im Rahmen der ZDF-Hitparade mit einer Band, mit einer Jugend- oder Kinderbandgruppe, Gesangsgruppe, die hatte einen sagenhaften Namen. Deswegen hört man auch heute noch viel von dieser Gruppe. Die Gruppe hieß Pony. So. Pony, ja, halt alle Platten. Da war ich Mitglied und wir haben das Lied von... Das kommt ein bisschen rüber, Freunde. Ja. So. Ich hatte auch nur einen Kaffee bestellt, aber das ist ja... Ja, ist Kaffee, ist mit echtem Neuköllner Leitungswasser hier brüht. So, das Lied von Manuel war der Hit. Den haben Sie doch bestimmt noch drauf. Nee, da war ich ja zu klein. Das war ja so, da pfeift den einer, ich dreh durch. Wo denn? Du, ne? Ja. Pfeift Maria, der kann das. Ich habe hier Mikrofone. Pfeifen Sie da rein. Sieht jetzt nicht gut. Das ist ein ganz ungünstiges Bild, glaube ich, gerade, aber... Los, pfeif da rein! Jetzt kann ich nicht mehr pfeifen. Pfeif da rein! Ich kann es versuchen zu singen. Nein, kann ich auch nicht. Das Lied von Manu. Wir können auch die anderen rausschicken, kein Problem. Ja, ich krieg mich mehr hin jetzt, ne? Singen, Mann. Das Lied von Manuel, da war doch noch besser. Ja, sie kann es doch am besten. Kann aber nicht so gut pfeifen. Und singen kann ich auch nur mittel. Es ist ein Rätsel, warum ich in der Hitparade gelandet bin. Aber es war eine schöne Erfahrung. Aber Sie haben ja viele andere Sachen auch gemacht noch. Mhm. Sie haben auch einen Grimme-Preis wieder bekommen, ne? Wo wir im Stechen waren übrigens. Das ist das siebte Jahr, wo ich keinen kriege. Ach, deswegen ist die Stimme ja hier so ein bisschen gereizt. Ja, total. Ich Essen Sie eine Gelee-Banane noch jetzt. Es wird alles aufgegessen.
Was bei mir das Problem ist, ich übergebe mich wahnsinnig schnell. Ist egal. Hat auch Unterhaltungswert. Immer hier. Soll ich irgendwas, soll ich bei der Grimme-Preisverleihung, bei der Dankesrede irgendwas sagen, was Sie betrifft? Nee, wir nehmen ja so auf, dass Sie waren schon da. Wisst ihr? Weil wir sind ja zeitlos. Okay. Zeitlos. Okay. Verstehst du? Das wird ja, was wir jetzt zeigen, wird erst ausgestrahlt 2008. Und wir haben ja jetzt 1994. Wie groß ist die Schnittmenge Ihres Publikums und des Grimme-Preis-Zuschauers? Das sind genau die gleichen Leute. Ich habe im deutschen Fernsehen das intelligenteste Publikum, was es überhaupt gibt. Mein Name ist übrigens Pinocchio. Frau Engelke, was sagen Sie denn? Also was haben Sie denn eigentlich gesagt doch mal, wo Sie bei dem Grimme-Preis-Verleihung waren? Ich habe das gar nicht mehr richtig in den Ohr. Neulich? 2008? Ja, wo Sie da sich so bedankt haben und dann ja, da hatte ich die Kleider vom Leib gerissen haben. Ja, ja, das war ein großes Missverständnis, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, was aufklären zu müssen und die Leute glaubten mir nicht, dass es ein Missverständnis war. Nicht uns, also Bastian Pastewka und mir, gebührte der Grimme-Preis, sondern Ihnen, Herr Krömer. Ja. Und die Leute drehten sich weg, Sie schienen sich ja nicht... ja jetzt auch machen, was Sie jetzt sagen. Ja. Und dann haben Sie mir den Grimme-Preis geschenkt. Dann habe ich Ihnen den geschenkt. Da bedanke ich mich nochmal recht herzlich für. Ja. Wäre ja nicht nötig gewesen. Aber haben Sie ja getan, man hat es ja gesehen. Es war ja freiwillig. Es war hat mich ja niemand gezwungen und schlecht behandelt vorher. Genau. Gut, dass wir alles besprochen haben, was passiert ist. Mhm. Aber es gibt ja noch eine Fortsetzung von der Geschichte. Wissen Sie noch, wie es weiterging mit dem Grimme-Preis, den ich Ihnen geben musste? Nee. Den hat das Gesetz zurückgeholt, Herr Krömer. Und daraufhin saßen Sie 2,5 Monate in U-Haft. Da ging es Ihnen sehr, sehr dreckig. Alle, Sekunde, Sie waren auch dabei. Alle haben sich von Ihnen abgewandt, erinnern Sie sich? Alle? Ja, weil nämlich aufgeflogen ist, wie Sie mich genötigt haben, diesen Preis nicht anzunehmen. Und ich weiß genau, was dann geschehen ist. Ich habe meine Schuhe verloren und alles. Ihre Schuhe haben Sie verloren, Ihre Freunde haben Sie nicht verloren. Ihre Show haben Sie verloren. Die Menschen, die sich bis dahin als Ihre Freunde ausgegeben hatten, haben Sie verlassen. Und nur ein Mensch hat zu Ihnen gehalten. Diesen Menschen haben Sie daraufhin einen großen Heiratsantrag gemacht. Und seitdem sind wir ein Paar. Ja, schön. Und dann, und ab dato war der Preis wieder in der Familie. Ja, so schön. Ah, oh, das ist ja, also doch ein Happy End zum doch Schluss. Doch, die ist doch gut. Ich dachte ja, naja. Ja, und dann haben wir uns scheiden lassen. Ja, das ist der dritte dann Teil. Dann ging alles wieder von vorne los. Und ich war schwanger und ich wusste nicht, ob von ihm oder vielleicht doch von dem Moderator der Show. Ich weiß gar nicht, wer war das damals? Ich weiß es nicht. Frau Engelke, darf ich kurz was sagen? Ja, sehr gerne. Mein Herz hat einen Bandscheibenvorfall, weil es immer hüpft, wenn ich Sie sehe. Und deswegen habe ich was vorbereitet für Sie. Das kann nicht besser werden. Das kann nicht besser werden. Ich werde entschwinden in die Welt der Fantasie. Komm gleich wieder. Ah, du, hier, pass mal auf, ich brauche Blumen. Hier, Blumen brauche ich. Ich brauche Blumen. Scheiße, du, ich nimm das hier, danke. Hey. Ja, Schützi. Für Sie, Frau Engelke, habe ich extra gerade gepflückt, weil ich mich wirklich freue. Ich freue mich so. Na, was sagen Sie? Wissen die Leute, dass wir inzwischen per Du sind? Was? Man hört sie, glaube ich, nicht. Kann ich sie freimachen kurz? Nein. Aber das macht er immer, wenn wir eine Krise haben.
Und Krisen sind bei, gehören bei uns so ein bisschen zum Tagesgeschäft. Ich sag, wie es ist. Er hat inzwischen einen Blumengroßhandel aufgemacht, spezialisiert auf rote Tulpen. Seitdem läuft es bei uns beiden beruflich nicht mehr so gut, weil wir sehr viel in die Blumen investieren. Aber jedes Mal freue ich mich sehr. Wollen Sie noch einen Kaffee? Nee. Nee, mein Herz rast nämlich auch ganz schön. Ja, so. Ich bedanke mich. Die Blumen können Sie mitnehmen. Das ist schön, mache ich, danke. Die Sackkarre nicht. Okay. Dann freue ich mich, also, ja, ich habe noch eine längere Abmoderation vor. Okay, dann gehe ich schon mal los. Ich bedanke mich, meine Damen und Herren, bei Anke Engelke. Ich bringe Sie noch zur Tür. Anke Engelke, meine Damen und Herren. Guten Tag. Guten Tag. Grüß dich. Sie sind hier, wir? Ja. Ja? Harald. Herr Harald? Ja. Harald? Reit. R-A-L-D. Reit. Ach so, ich dachte Harald. Ja. Wir sind nämlich hier. Grüß dich. In Istanbul. Wir sind in Istanbul. Jawohl. Wir sind in Küçük, Istanbul. Richtig. Saludo. Küçük. Ja. Was heißt Küçük? Kleine Istanbul. Klein Istanbul. Jawohl. Klein Istanbul. Rasieren, ja? Wollen Sie weiter? Ja. Danke. Und ist das ein Lehrberuf? Muss man das lernen? Ich habe eigentlich von meinem Bruder gelernt. Keine Ausbildung, ja. Keine Ausbildung? Nein. Oh. Aber schon mal gemacht. Habibi heißt mein Freund, wa? Richtig. Und was heißt auf Arabisch? Nuklearer Sprengstoff? Was ist das? Oh. Wie hoch? Achso. Oh. Hat wie getan? Ja. Du musst dich stark sein. Oh. So. So. Was war denn das? Das ist die Haare hier. In der Nase? Ja. Ich hab doch keine Haare in der Nase. Doch, ein bisschen schon. Wie? Moment, ich hab doch keine Haare in der Nase. Zeig mal. Die können doch nicht in der Kamera hier vor einem Millionenpublikum sagen, dass ich Haare in der Nase habe. Selbstverständlich habe ich keine Haare in der Nase. Falafel ist ja arabisch, wa? Richtig. Was ist besser, Falafel oder Döner? Shawarma heißt. Und? Besser. Shawarma? Ja. Shawarma ist mit Huhn, wa? Ja. Kennst du Eisbein? Nee, kenn ich nicht. Wollen wir jetzt ein Eisbein? Ach nee, er isst kein Fleisch, wa? Ja. Aramo auch kein Fleisch, wa? Doch. Ja? Wieso? Das sind wir. Du auch? Ja, mach mal hoch, bitte, ganz kurz. Aber dann kommst du nicht in den Himmel, wenn der Fleisch isst. Ja. Ist das nicht so? Doch, kommst Schwein, Schwein, Schweinefleisch. Nicht, dass du da, dann kommst du nicht in den Himmel. Doch. Dann musst du da Rechenschaft ablegen oben. Ich bin der Barbier aus Klein-Istanbul, hab Fleisch gegessen. Was meinst du, was da los ist? Ja. Ich krieg keinen Job oben. Ah, das war nicht eben. Ja, nein, nicht. Machen wir so. Tschüss, mach's gut, ja? Auf Wiedersehen, Habibi, mach's gut. Bitteschön. Wie war nochmal die, wir sind in Kreuzberg, ne? Richtig. Ich habe das Gefühl, ich weiß nicht warum, aber dass es gleich dermaßen einen auf die Schnauze gibt. Das sieht gut aus, ja? Ja, das sieht gut aus. Mach dich mal lustig hier über Deutsche, wa? Gut, dann die Rechnung und den Krankenwagen gleich, wenn ich in den Taxi steige, wa? In Kreuzberg kann man sich so einen Scherz ja mal erlauben. Na, das sieht ja scheiße aus, als da immer. Ich bedanke mich recht herzlich. Alles klar. Arif bezahlt jetzt alle 50 Euro. Tschüss. Tschüss. Ja, siehst du, sieht ja aus wie ein Mensch. Leute, wir kommen.
wieder glatt wie ein Kinderpopo. Wir kommen jetzt zu unserem nächsten Gast, meine Damen und Herren. Eine Entschuldigung. An den äußerst leckeren Kuchen von Anke Engelke. Der nächste Gast, eine Frau, meine Damen und Herren. Sie ist Schauspielerin, wie jede andere Frau auch. Aber sie, meine Damen und Herren, sie steht immerhin dazu. Begrüßen Sie mit einem großen Applaus die Schauspielerin Nicolette Krebitz. Frau Krebitz, hallo. Bevor Sie jetzt Frau Engelke hat hier auf Sofa gemacht. Ob das jetzt nass ist, darf ich ein bisschen Anfall zur Seite. Von Freude. So, Frau Krebitz, ich freue mich, dass Sie da sind. Haben Sie aufgegessen? Hat Ihnen geschmeckt? Ja, danke schön. So, 8 Euro bitte. Machen wir gleich. Merken wir uns. So, ich habe nämlich Kuchen gebacken für Sie, Frau Krebitz. In Köln. Wollen Sie auch ein Stück? Ja, warum nicht? Nehmen Sie ruhig mit dem Finger. Selber gemacht, das ist ein altes Rezept von meiner Oma. Stell das mal kurz hier ab. Ja. Haben Sie Geschenke bei Ihnen? Ja, bitte. So ein Jutebeutel erstmal. Was ist denn das? So ein großer Sack. Was ist das? Ein Jutebeutel. Wie? So gehen Sie einkaufen oder was? Naja, ich gehe mal schnell Bier holen, dann komme ich wieder. Das, oder kannst du Menschen drin verstecken? Kann ich beide behalten? Oh. Erstes kleine. Bitte. Was? Erstes kleine. Ach, wir machen spannend, ja. Jo. Das ist das Schöne an der Vorweihnachtszeit. Falls wir uns nicht mehr sehen, guten Rutsch ins neue Jahr. Zimt-Einlegesohlen. 45 bis 46. Ich sehe gerade, sind doch ein bisschen kleiner. Ja, hab Kinderwiese. Ja, also das ist wirklich ein Geschenk, worüber ich mich sehr freue. Nein, Sie müssen jetzt mal gucken, warum. Was steht denn da drauf hinten? Das Einlegesohlen. Die schenkt man Leuten, die stinken. Na, oder zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens. Ja. Oh, mir ist jetzt schon gut. Immer wenn Sie Ihre Schuhe ausziehen, riecht es dann nach Weihnachten. Ja. Ich komme nach Hause zu Ostern, zieh Schuhe aus. Meine Frau fällt in Ohnmacht und ich sage frohe Weihnachten. Finde ich? Nee, ist stimmig. Na, die meisten Männer haben ja damit Probleme. Ich deswegen nicht. Ah ja, okay. Boah. Kann man das doch rauchen? Hat jemand ein Feuerzeug? Oh, ich bin wieder voll auf Zimtlatsche. Ja. Frau Krebitz, da. Oh. Man schenkt erst Scheiße und dann kommt der Knaller. Ja, genau. Gucken Sie mal hier, Haare. Ab jetzt im Handel. Das ist für mich? Ja, das ist dieser Soundtrack, aber auf Deutsch. Die Lieder heißen, haben ja tolle Titel auf Deutsch. Wassermann. Aquarius. Manchester. Das ist ja teuer. Die Frage ist nur, wie kriegt ihr das in meinen CD-Player rein? Wo haben Sie die denn her, Frau Krebitz? Aus dem Schallplattenladen. Ach so. Wow. Und die Sohlen aus dem Zimtladen. Na, ich freue mich. Haben Sie nicht einen Plattenspieler hier? Nee. Ich dachte, das passt so zu den. Aber darf, also muss ich wirklich mal sagen, ich freue mich. Ich krieg sonst nur Scheiße geschenkt, aber das ist wirklich. Das kommt hier gleich, können wir das hier. Das finde ich toll. Super, den Beutel dazu. Ja, Frau Krebitz, darf ich Ihnen auch was anbieten zu trinken? Ja. Warten. Wasser, Bier und Sekt. Köpfchen? Nee. Wasser, Bier und Sekt? Ja, ich kann mich nicht entscheiden. Aus, wo kommen Sie her? Aus Berlin. Welcher Bezirk? Wilmersdorf. Oh, ist auch eine ganz harte Gegend. Ah ja. Aus Wilmersdorf? Na, da wohne ich jetzt nicht mehr, aber da kommt. Da fährt man doch zum Sterben hin. Ja. Mittlerweile. Ist Wilmersdorf nicht so drauf? Da, wo das immer nach alter Haut stinkt? Ja, vielleicht deswegen die Zimtsohlen. Was?
Bier, Sekt und Wein. Ja, Sekt. Jetzt. Steht Herr ganz Krümmer. Hinten anscheinend. Bier, Sekt und was? Nur Sekt. Und Bier. Wir haben auch Popcorn jetzt neuerdings. Wollen Sie auch Popcorn? Danke. So, bitteschön. Danke. Wilmersdorfer Mischung. Wollen Sie gehen? Nein. Nein. Frau Krebitz, Sie sind ja Schauspielerin, Sie sind quasi auf dem Laminat, was die Welt bedeutet, zu Hause. Was sind so Rollen? Also vielleicht sollte ich den Satz zu Ende sprechen. Ja. Was sind so Rollen, die man... Punkt. Was sind das für Rollen? Das frage ich mich auch immer. Ich lese immer und denke so, was ist denn das schon wieder? Und Sie haben ja einen Film gedreht, der heißt Jeans. Mhm. Warum heißt er nicht Anzug? Haben Sie was gegen Männer in Anzügen? Hassen Sie mich? Nein, ich liebe Sie. Den habe ich ja als Regisseurin gedreht und der handelte von so lauter jungen Leuten und die tragen ja eigentlich immer eher Jeans. Ja. Ja, da haben wir wieder was erfahren. Auf Wiedersehen. Was wir wissen wollten. Und Sie haben auch gedreht, was war das? Bandits mit Katja Riemann. Ja. Nun sagt man ja. Dass die ein bisschen schwierig ist. Stimmt nicht. Wie schwierig ist sie denn? Stimmt nicht, ist sie nicht. Ganz normal. Nee? Müssen Sie sagen, wer Kamera läuft? Nee, die weiß aber halt, eigentlich was sie ist will. Sie total schwierig. Nein, ist sie nicht. Sie ist nämlich eine ganz schwierige Frau. Kein Skandal, nix. Nix. Man hört doch immer, dass die dann auf die Kameramänner losgeht. Und ich meine, das mache ich auch. Aber Aref hat sie auch verdient. Nein. Der mit dem Schlagstock halt da einen also Nacken muss kriegt. Man mal sagen, Katja Riemann ist so eine Frau, die war nie mit irgendeinem Produzenten zusammen oder so, ne? Hat nie irgendwie so einen leichten Was heißt Weg. Das mit einem Produzenten? Naja, weil Schauspielerinnen ja oft so ihren Weg da so reinfinden. Sie nie hat immer alles alleine ja, gemacht. Schön. Die ihren Weg da so reinfinden. Na, den oder Weg der ja Produzent eher die den Weg reinfindet ja, wollte ich auch grad sagen. Bei attraktiven Schauspielern. Und die lässt sich halt nichts erzählen und deswegen sagen dann alle, sie wäre schwierig. Dabei macht sie einfach nur, was sie will. Sie sind aber auch schwierig, aber sie gelten auch als Frau, die einen eigenen Kopf hat. Naja, wäre ja auch komisch, ne? Wenn sie einen anderen Kopf hätten. Ja. Oder? Neuer Film mit Nicolette Krebitz und hat auf jemand anderen Kopf. Den von mir. Oder ohne. Dann wird's schwierig. Sie müssen nicht alles wiederholen, was Sie in den Sendungen gemacht haben. Eine super Brille. Können wir mal Aref, die Brille zeigen? So, weiter geht's mit dem Bild ist. Frau Krebitz, wollen Sie meine Frau werden? Ja. Sind Sie eigentlich? Ja? Ja. Das geht ja schnell. Ja. Nicolette Krümer. Na, Kurt Krebitz geht nicht. Kurt Krebitz nicht. Meine Freundin Kurt nennt Krebitz. Mich ja Coco. Dann würde ich Bitte? Coco Krümer heißen. Das hört sich okay an, finde ich. Coco Krümer? Ja, finde ich gut. Da gab es doch mal den einen Schauspieler, Rolf Ludwig. Der hat seine Tochter nur Lulu genannt, weil er so lustig ist. Lulu Ludwig. Also in einer Kneipe Ludwig. Besonders. Kann Bitte? Ein bisschen dauern. Wenn man in einer Kneipe sitzt und dann... Dann dauert das ein bisschen. Ich mach sie jetzt gefügig. Und dann finden wir rein. In die Rolle. Nur in die Rolle. Und sagen Sie mal, Alter, kann man so. Sie nach dem Alter fragen? Ja. Sie sind? 35. 35? Hör doch auf, da immer einen Kommentar abzugeben. Bei du rein. Hast zuerst gepfiffen. Jetzt nehmen wir mal deine Brille weg. Knick, knack. Kannst du zusehen, wie die hier rauskommt. Entschuldigen Sie bitte. Wo waren wir stehen geblieben?
Ob ich verheiratet bin. Nee, wie alt Sie sind. Ah, ja. Sie denken auch, ihr redet hier nur Müll, wa? Wunderbar vorbereitet hier, ich habe Fragen. Dann habe ich schon. 35, Anzug. Würden Sie sagen, dass... Sie können auch mit einzelnen Leuten rausgehen ins Foyer. Das ist kein Sinn, mach ich das alleine hier. Würden Sie sagen, dass die Parteienlandschaft stagniert, wenn man den Ostblock modifiziert oder anders gesagt sich die US-Notenbank mit der Latrine solidarisiert? Ja. Was denn das? Verstehst du ja. Anne-Will, wir müssen uns aus Kostengründen eine Garderobe teilen. Parteibox. Aber ich bin ja froh, dass ich nicht bei Plassberg bin. So, Kinder? Haben Sie Kinder? Ein Sohn. Ein Sohn? 4 Jahre alt. Und sind nicht eben dieser verheiratet? Nee. Und wir heiraten denn und dann ist zu Hause Ihr Mann oder was? Nee, ich hab keinen. Ich hab nur einen Sohn. Ach so. Wir haben uns, wie alt ist der Sohn? 4. Was kommt Vor jetzt? 4 Jahren mal getroffen. Hat aber nichts damit zu tun. Ich habe sie auch noch nie getroffen. Also ich habe sie schon mal gesehen. Wo denn? Will ich jetzt lieber nicht sagen. Nee, ich habe sie mal im Swingerclub. Na und? Nein. Ich gehe swingern. Ich gehe hier bei, am Hermannplatz, hier bei Petra. Nee, ich habe sie mal in so einem Theater gesehen vor 10 Jahren oder so. Am Kreuzberg, in so einem kleinen... In der Scheinbar? Ja. Da können Sie doch offen drüber reden. Ich dachte jetzt hier, ich war nackend wieder am Kronleuchter. Verstehst du? Wieder. Nicht wieder. Vielleicht. Kann ja sein. Da waren Sie da? Ja. Vor 10 Jahren. Da war ich 12. Irgendwas kann ja da nicht stimmen, ne, Herr Krömer? Nee, kann das eben nicht. Ja, essen Sie den Kuchen ruhig. Fühlen Sie sich wie zu Hause. Ich lasse ihn noch so ein bisschen. Und Projekte? Was wären Projekte? Ich spiele jetzt ab nächsten Monat, fangen wir an zu proben mit Katja Riemann und Jasmin Tabatabai. Oh, die soll schwierig sein. Die drei Schwestern am Kudamm. Und danach drehe ich noch Sie einen Film. Sie spielen mit Nicolette, mit Katja Riemann, genau, drei Schwestern. Ich, Nicolette Krebitz und Nicolette Krebitz. Ach, die ist auch dabei. Das ist ja eine Nette. Die hat mich ja verheiratet. Also Sie sind mehrere Persönlichkeiten. Nein, ich spiele mit Katja und mit Jasmin. Ach so, wie bei Bandits. Noch bei mal. Bandits? Im Theater? Genau. You know. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Der Saal kocht. Ich weiß nie was, aber... Ja. Gut. Und? Machen wir noch eine Sause heute? Sie müssen ja noch eine zweite Sendung machen. Icke? Hm? Nee. Also. Wir haben doch jetzt Montag heute. 0.20 Uhr. 0.20 Uhr, genau. Und da kommt ja keine Sendung mehr. Das ist ja, dann ist ja vorbei. Das ist ja eine Live-Show. Ich gehe dann nach Hause. Also es kann sein, dass wir. Es kann jetzt sein, dass wir ein bisschen später, weil ich nicht auf die Uhr geguckt habe. Haben Sie nicht auch Kinder? Ich? Hm? Nee. Nee? Rede ich nicht drüber. Hm. Ich gehe doch nicht in eine öffentliche Show und rede über meine Kinder. Naja. Merken Warum Sie nicht jetzt eigentlich? So ein. Wir bedanken uns, meine Damen und Herren, bei Nicolette Krebitz mit einem wunderbaren. Wollen Sie mich provozieren? Nee. So, eigentlich wäre es zu Ende. Wir machen weiter. Okay. Haben Sie eine Zigarette? Nee, siehst du? Hat jemand von Ihnen eine Zigarette? Bitte? Auf der Bühne schon. Hat Holen Sie mir die oder soll ich mir die selber holen? Nee. Gib mal, hast du Feuer auf? Ja, aber alle drinnen. Oh. Super, danke schön. Eine ganze Schachtel Zigaretten geschenkt bekommen. Man darf nicht rauchen eigentlich. Im Publikum, aber hier gehört zur Dramaturgie. Ja, das habe ich nämlich auch schon gesehen. Hier wird doch immer geraucht.
brauchen Sie doch auch. Ist für Sie natürlich jetzt blöd, ne? Ah, vielen Dank, Herr Krümmer. Ach so, Entschuldigung. Wie zu Hause. Siehst du, so fängt es schon an, Mäuschen. Wo du stehst, hol doch noch ein Bier, Mäuschen. Willst du eins? Wir sind verheiratet. Mach ich doch glatt. Ist voll warm. Jetzt mal, ne? Nein. Freut mich. Eine Frau nach meinem Geschmack. Prost! Ja, okay. Also, Frau Grebels, ich bedanke mich für die. Was denn? Kann ich jetzt noch einen Schluck trinken? Natürlich. Und trink sie doch. Dann trink du auch. Eine Frage habe ich noch. Tschüss! Ruhe! So, wir bedanken uns recht herzlich, weil eine Frage habe ich noch. Na los. Schauspielerin, ist das ein Traumberuf oder wie wächst man da rein? Was für ein Traumberuf? Ein Traumberuf. Ja. Haben Sie noch was? Nur bitte da. Ja, für manche wahrscheinlich schon. Ja, das ist schön, Leute mit Euphorie im Gesicht zu sehen, die ihr Leben leben. Wir bedanken uns. Nochmal. Nee, ich kann doch etwa sagen, geh. Das machst du nicht. So, Mäuschen, ich geh denn nach oben. Du räumst hier noch ein bisschen auf. Ja. Weil ich hab noch eine Besprechung.